Ja, es ist ja vergiftet. Ist ja vergiftet. Das ist natürlich nicht so gut. Wo ist das Pokémon Center? Zack, zack. Und rein da. Show! Willkommen im Pokémon Center. Ja. Heile schon. Mach schon. Quatsch nicht so viel. Heil. So, danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Ja. Den Text kann ich so auswendig. Blind aufzählen kann ich den. War ich eigentlich in dem Haus hier drin? Achso, ja. Da durfte ich ja nicht. Da durfte ich ja nicht rein. Weil er hier da irgendwie noch hier ist. Du. Da brauchen wir Stärke, da kommen wir nie weiter. Du-ding. Oh, du bist es. Ich suchte nach legendären Pokémon, die angeblich hier leben. Aber hier ist nichts. Nichts, das den Aufwand hier zu kommen rechtfertigt. Absolut nichts. Das ist alles deine Schuld. Das ist meine Schuld, dass hier jetzt nichts ist. Was habe ich denn gemacht, dass ich da tot sein kann? Klaus möchte kämpfen. Und Klaus schickt Apollo in den Kampf. Ich hab da was ganz Besonderes. Kadabra. Ich hab schon überlegt, ob ich mir Kadabra durch den Tausch, also quasi mit meinen Gameboys mache. Kadabra habe ich nämlich auch gefunden. Aber das Problem ist, dass meine Batterie ja auf der... Och, komm, ey. Zieht sich selbst KP ab und belegt Kadabra mit einem Fluch. Ah ja. Na gut. Das heißt, ich kriege den Speicherstand nicht da drauf. Klaus setzt Tyra... Achso, ja. Möchtest du das Pokémon wechseln? Da nehmen wir... Wo ist denn? Da. Knofenser. Ich muss ja gerade echt mal überlegen, wer das ist. Welcher Gegner. Ja, schon... Vom Level her sind die jetzt auch schon näher dran, ne? Knofenser streckt... Ja, klar! Hätte er schon gedacht, das würde mehr abziehen. Vor allem, weil sein Biss mir so gut Schaden macht, ist das echt... echt blöd. Nein. Verflucht. Na, Nidorino. Versuchen wir mal. Rollattacke besser, glaube ich. Verteidigung sinkt. Ein Volltreffer. Versuchen wir da nochmal. Ja, sollte ich da überstehen, oder? Ja. Geht ja jetzt gut. Erfahrungspunkte, Nidorino. Tyrakork wurde besiegt. Nidorino erhält 673 Erfahrungspunkte. Bing! Und erreicht Level 18. Klaus setzt Magnetilo in den Kampf. Nö, komm, können wir eigentlich hier bleiben. Das war eine coole Animation von Magnetilo, ne? Hat mir ja gefallen. Volltreffer. Nicht sehr effektiv. Doppelkick. Die Attacke ist effektiv. So. Hatte jetzt nicht am Schirm, dass Hornattacke nicht so gut ist. Ach, komm schon. Ah komm, gehen wir Lava mal wieder.
ein paar Erfahrungspunkte. Ping. Die Attacke ist sehr effektiv und Magnetobel besiegt. 342 Erfahrungspunkte. Klaus setzt super in den Kampf. Na, wir bleiben bei Iglava. Beißt er mich? Na ja, toll, ist mal verwirren. Das wird dich aber auch nicht retten. Auch wenn ich mich jetzt selbst verletze. Alle Pokémon wirst du so nicht besiegen. Zack, da war's mit Zubat auch geschehen. Gegner Zubat wurde besiegt. Iglava erhält 231 Erfahrungspunkte. Klaus wurde besiegt. Darum hasse ich es, gegen Schwächlinge anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Ja, du bist aber der Schwächling, ist ja schon klar, ne? Ach, egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Was hast du dir dabei gedacht? Einfach in ein Loch zu fallen? Du Genie. Das geschieht dir recht. Du bist das Genie hier, ey. Natürlich blöd, jetzt kann ich meine Pokémon nicht heilen. Aber speichere natürlich trotzdem. Da sind die alle drei. Tja, wir haben sie gesehen. Oh. Ein Ratzfatz. Ich dachte schon jetzt hier. Aber schön Surfer. Also die Animation gefällt mir nicht. Einfach nur dieser eine Strich. Das ist ein bisschen langweilig. Na gut. Speichern wir nochmal. Da ist ja hier der Arenaleiter. Eusin. Nee, Eusin. Ich habe hier auch ein Loch gegraben. Ich war geschockt. Suicune rannte an mir vorbei, wie ein Blitz direkt vor meinen Augen. 10 Jahre habe ich Suicune verfolgt und endlich habe ich es gesehen. Ich bin überwältigt. Fredo, all das verdanke ich dir. Vielen Dank. Ich hörte, dass die legendären Pokémon von Tick City Auserwählte testen, indem sie zulassen, dass sie ihnen nahe kommen. Ich begebe mich auf die Suche nach Suicune. Fredo, wir müssen uns wieder treffen. Leb wohl! Guck mal, ja, und noch mehr gibt. Ein Smogon. So, ich hoffe mal jetzt mal ein bisschen was, Kopfschluss ist glaube ich auch ganz okay, ne? Mehr aufgenommen bekomme. Ich habe mich, bald kein Video mehr, also nur noch für morgen eins vorbereitet und dann... Ach, ich hab's aber schon wieder vergiftet. Ja, da muss ich halt gucken, dass ich das irgendwie ein bisschen... Smogon wurde besiegt. Was aufgenommen bekomme. Level 23. Da brauchen wir auch Stärke.
Vor langer Zeit, dieser Turm ist abgebrannt. Drei namenlose Pokémon sind dabei umgekommen. Ein regenbogenfarbenes Pokémon kam herab und hauchte ihnen wieder Leben ein. Diese Legende wird von jedem Leiter der Pokémon Arena von Teak City an den nächsten weitergegeben. Damals war ich ein Trainer. Hohoho. So, dann. Schnell ins Pokémon Center. Und wieder alle heilen. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, auf jeden Fall, ey. Ich habe sie besiegt. Kapsel ist vergiftet. Aber das ist dringend nötig, dass sie geheilt werden. Ja, ich hatte jetzt zweimal was aufgenommen, versucht. Habe immer nur 8 Minuten geschafft. Und, ich hoffe mal, dass ich jetzt ein bisschen was mehr dann auch aufgenommen bekomme, um ein paar Folgen safe zu haben. Kinder machen gerade Mittagsschlaf. Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du so, verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak City. Ja, Speicher. Gucken wir mal, ich weiß ja nicht, gegen was für wir jetzt kämpfen. Wie hat das Spiel gespeichert? Hätte ich gedacht, der wird mir das verraten. Teak City Pokémon Arena. Ja. Hältst du unsere Pokémon stand? Unseren Pokémon stand? Hoffe ich doch mal. Weiser Monty möchte kämpfen. War ja auch schon einige Pokémon. Schickt Schneewulak in den Kampf. Level 16. Haben wir mal einen Surfer. Oh, hat drunter reingehauen. Nebulak wurde besiegt. 325 Erfahrungspunkte. Weiser Monty setzt Nebulak ein. Möchtest du Pokémon wechseln? Ja. Kadabra. Aber hier Geister Arena. Konfusion. Kadabra kann ruhig auch noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen. Sehr effektiv, deswegen habe ich Kadabra genommen. 325 Erfahrungspunkte. Weiser Monty setzt Nebulak ein. Ja, dann bleiben wir dabei. Und wieder Konfusion. Und sollte reichen für ein Level Up für Kadabra, oder? Nebulak wurde besiegt, hat aber 325 Erfahrungspunkte. Yeah. Level 21. Und er lernt Ziehstrahl. Sehr gut. Weiser setzt wieder Nebulak ein. Oh, ist nicht schlimm, ne? Und beim nächsten Nebulak können wir mal das Ziehstrahl dann ausprobieren. Attacke ist sehr effektiv. Und Weiser Monty setzt wieder Nebulak ein. Und wir bleiben wieder bei Kadabra. Und Ziehstrahl. Muss echt mal gucken, wo ich jetzt die, das habe ich mal vergessen, was ich noch gemacht habe, die Entwicklungssteine bekomme. Der Lady, der hier Pokémon Kristall, ganz Zeit fleißig guckt und kommentiert. Schöne Grüße an dich. Hat sie geschrieben, dass man die wohl nicht in einem Laden kaufen kann. Das ist echt schlecht. Ich brauche einen Blattstein, ich brauche einen Wasserstein und ich brauche einen Mondstein. Ah, gut gemacht. Fredo hält 12 Pokédollar. Wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normale Attacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Ich überlege gerade. Lava könnte eigentlich auch mal noch ein bisschen Erfahrungspunkte vertragen. Quapsel ist schon echt stark geworden im Vergleich zu allen anderen. So, hier müssen wir jetzt herausfinden,
wir lang gehen können. Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden? Besiegt mich und ich gebe dir einen Tipp. Muss ein bisschen üben, ne? Wahrscheinlich müssen wir die ganze Zeit nur da lang gehen. Du wirst gerade. Medium Dorothea möchte kämpfen. Medium Dorothea schickt Apollo in den Kampf. Das sieht irgendwie komisch aus, wie diese Hand dann so verpixelt wurde. So, Glut. Horrorblick. Kann nicht fliehen. Haben wir eigentlich auch nicht vor. Ah, Apollo brennt, das ist schon mal gut. Verbrennungsschaden Apollo. Also Schlecker hat hier echt nicht viel Schaden gemacht, ne? So dass ich klar weiß, ob man noch ein paar schöne Erfahrungspunkte kriegen kann. Apollo zieht die KP ab und belegt Iglava mit einem Flug. 540 Erfahrungspunkte. Und erreicht Level 21. Iglava versucht, Huxukip zu erlernen. Ja, können wir... Statt Tackle. Statt Tackle vergessen werden. Nee, Silberblick. Zack, schwupp. Iglava hat Silberblick vergessen und... erlernt Huxukip. Setzt Apollo ein, ne? Wir bleiben bei ihm. Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Fluch bedeutet. Aber wenn er besiegt wird, ist auch nicht so schlimm halt, ne? Ist halt nicht schön. Fluch schadet, ich glaube. Okay, also quasi sowas wie brennt, vergiftet oder sonstiges. Ja, macht auch gut Schaden, ne? Ja, bin schon verflucht. Apollo wurde besiegt. Fast Level 22. Medium Dorothea wurde besiegt. Sieht auch komisch aus mit diesen Geistern und diesem Blick, den die drauf hat. Oder was? Gut, ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Ja. Wie schon vermutet. Das heißt, wir kommen bei der Arena gar nicht drum rum. Oh ne, ich muss nach unten. Einen Trainer gar nicht zu machen, ne? Teilweise kannst du ja dann auch die umgehen, was eigentlich blöd ist, weil du willst ja die Erfahrungspunkte haben. Deswegen ist es eigentlich doof, so einen Trainer zu umgehen. Alle mitnehmen. Alle Erfahrungspunkte mitnehmen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Danke auch. Ne. So. Gehen wir direkt davor. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht, dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht.